Moin, ich bin Tom, der Prof von Luxemburgisch with M. Let's start with a question. Are you struggling to answer spontaneously a question? For example, if I ask you, wenni hut dir ein echten Handy kauft? Or wenni hut dir ein echten Handy krit? Can you answer spontaneously this question? You are hesitating, you are not sure? Then watch this video, because in this video, I will help you to give better answers in the Spruchentest All exam about the topic Medien, Technologien. So I will not only help you to give better answers, but I will give you tips about pronunciation, grammar and vocabulary. How does that sound? Prêt? Dann los! So let's start with the first question. This is, was für Medien und Technologien benutzt ihr, für euch über die Aktualität zu informieren? Ich wiederhole. Was für Medien und Technologien benutzt ihr, für euch über die Aktualität zu informieren? One possible answer could be, also, ich lese meist Nachrichten im Internet und zwar auf meinem Handy. An dem Auto lausche ich immer das Radio, für mich über den nationalen und internationalen Aktualitäten zu informieren. Now let's practice. Try to repeat after me aloud. Prêt? Gut. Also, ich lese meist Nachrichten im Internet und zwar auf meinem Handy. An dem Auto lausche ich immer das Radio, für mich über den nationalen und internationalen Aktualität zu informieren. Don't hesitate to pause the video and to practice aloud, because it's really a good practice to master the pronunciation of the Luxembourgish language. Okay? Let's move on with another model answer. Meist habe ich nicht viel Zeit und dafür lese ich kurz die Nachrichten auf meinem Tablet oder Handy. Allerdings gucke ich oft immer die Nachrichten auf der Tele. Wir wiederholen lauter und wiederholen hart. Meist habe ich nicht viel Zeit und dafür lese ich kurz die Nachrichten auf meinem Tablet oder Handy. Allerdings gucke ich oft immer die Nachrichten auf der Tele. Now let's have a look at some vocabulary. So to say in Luxembourgish to inform, I inform myself about, you will say ich informiere mich über. Use the preposition über. Here it means about. Ich informiere mich über die Aktualität. Oder you can as well say ich lese über. Ich lese gern über Ökonomie und Politik. Let's practice the pronunciation of T'Nachrichten. Let's repeat. T'Nachrichten. Good. Or a synonym of T'Nachrichten is T'Neuigkeiten. T'Neuigkeiten. Great. Okay. And don't forget that you can head over to my blog, luxemburgischwissen.lu, where you can download the full transcript of this lesson with the English translation if you don't understand everything. Okay? So, hallo aus et und dir, so over to you. Und dir is the informal form of over to you. Now try to answer the question. Was für Medien und Technologien benutzt ihr, für euch über die Aktualität zu informieren? I give you some time to answer. Okay, ja, ganz gut, super, tipptopp. Let's move on to the next question. That was the one I used in the introduction. Wenni hut ihr euren echten Handy kauft? Oder wenni hut ihr euren echten Handy krit? Krit is the past participle of the verb kriegen, to get, to receive. Eine mögliche Antwort ist, das ist schon lang hier. Ich meine, ich habe mein erstes Handy gekriegt, wenn ich 20 oder 21 Jahre alt war. Es war ein Nokia.
mir wiederholen. Hm, das ist schon lang hier. Ich meine, ich habe mein erstes Handy gekriegt, weil ich 20 oder 21 Jahre alt war. Es war ein Nokia. Another answer could be, oh, das weiß ich nicht mehr genau. Ich gebe so, ich habe mein erstes Handy für rund 22 Jahre gekauft. Wie wiederholen? Oh, das weiß ich nicht mehr genau. Ich gebe so, ich habe mein erstes Handy für rund 22 Jahre gekauft. So here we have a useful vocabulary to say, for example, 5 years ago. In Luxembourgish, this is fünf Jahre. So use firun and you start with firun and then you add the years. Okay, so firun 3 Jahre. Ich schon mein ersten Handy firun 3 Jahre gekauft. And then to say when I was X, Y, Z years old is in Luxembourgish weisch 20 Jahre alt war. So here the when is in Luxembourgish wei. Okay, it's in the past. Weisch 20 Jahre alt war. Okay, let's repeat the two. So, firun 3 Jahre, weisch 20 Jahre alt war. Arnelo aset und dir. Weini hut dir ihren echten Handy krit oder weini hut dir ihren echten Handy kauft? Mhm. Okay, ganz gut, perfekt, tipptopp. So, Anelo, die letzte Frage. Hut dir ein Laptop? Seit weini, wat mach dir do mat? Ich wiederholen. Hut dir a Laptop. So, do you hear how this sounds? I don't say hut dir, I say hut dir. Hut dir. Hut dir a Laptop. Seit weini? Or the examiner in the Sprachentest may ask, zanter weini. Zanter weini. Or even some Luxembourgish native speakers don't say zanter, they say zünder. Zünder weini. It's all the same. So, since when? Wat mach dir do mat? Or in natural spoken Luxembourgish, wat ma dir do mat? Wat ma dir do mat? Do you hear? Great. One possible answer. Ja, natürlich schon ich ein Laptop. Ich schon ein Laptop seit ungefähr 10 Jahren. Ich benutze den Laptop alltag. Zum Beispiel für Filme, Videos, Serien zu gucken. Und ich surfe gern auf Internet für anzukaufen. Ich benutze den Laptop auch für E-Mails zu lesen und zu checken. Mir wiederholen? Ja, natürlich habe ich einen Laptop. Ich habe einen Laptop seit ungefähr 10 Jahren. Ich benutze den Laptop alltag, zum Beispiel für Filme, Videos und Serien zu gucken. Und ich surfe gern auf Internet für anzukaufen. Ich benutze den Laptop auch für E-Mails zu lesen und zu checken. So, here as well a useful chunk, seit ungefähr 10 Jahren. Seit ungefähr 10 Jahren. Okay, another possible answer. Mein erster Laptop habe ich für rund 15 Jahre gekauft, wenn ich mich richtig erinnere. Also habe ich 2 Laptopen, und zwar eh für meinen persönlichen Gebrauch und eh für meine Arbeit. Ich brauche mein Laptop nicht oft. Ich benutze lieber mein Tablet oder mein Handy. So here again, we have in the first sentence, mein erster Laptop habe ich für rund 15 Jahre gekauft. With the N rule, I should have written für rund 15 Jahre, so 15 years ago, wenn ich mich richtig erinnere. And then pronouns ich brauch, so I need is ich brauch, ich brauch. Und ich habe 2 Laptopen, eh für den persönlichen Gebrauch und eh für meine Arbeit. So, hallo aus und dir. Hut dir ein Laptop? Seit wann nie? Und was macht dir damit? Mhm. Mhm. Ja, ganz gut. Ja, super. Tipptopp. So, how did you like this video? Did it help you to have a better idea on how to answer questions? And if you
Watch this video 2 or 3 times and repeat aloud. You will see that you will gain confidence as well in speaking aloud. And if you like this video, you will for sure like my online course, Master the Spruch and Test Oral Exam. So this is a proven self-study course designed to prepare you to take the oral exam successfully from the comfort of your own home in just 50 days. There are even students who studied with this online course 2 months and they took the Spruchentest successfully. So this is really a proven course that I have been selling for over 2 years now, and my students just love it and they have great results. Okay, super. So, wir sehen uns am nächsten Lektion. Bis zum nächsten Mal.